So, ein herzliches Willkommen zurück zu meinem Blood Let's Play und soweit ich weiß, hatten wir Map 7 abgeschlossen. Ich muss nur mal gucken. Und da täuscht das jetzt. Nicht ist das Ende, ne? Ja, genau, das hatten wir abgeschlossen. Was hat es denn jetzt mit dem Secret auf sich gehabt? Daran erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr. Ja, hier sind auf jeden Fall viele Fische. Oh, Fische. Brauchte ich das noch? Ach du Scheiße. Nicht so gut. Nee, die Musik noch anmachen. So. Gut, das ist jetzt ein ziemlicher Gammel hier. So ein übelster Start. So, und hier. Ja, das ist sehr weit zurück, ja. Kann eigentlich nur hier. Aber das Secret? Na gut, egal. Muss man eine andere Waffe rausholen, glaube ich. Ah, hier ist auch hoch. Ah, nice. Ich hau einfach wieder ab. Ich gehe nach Hause. Ach ja, jetzt weiß ich warum. Weil ich ja nicht mehr zurück konnte, genau. Oh. Das sind Selbstmordfische. Ja, sehr gut. Ah, der Song wieder. Wie geil ist das denn? Vor allem, ich finde das so episch. Die Fische sind natürlich sofort tot, wenn sie auch nur eine Sekunde aus dem Wasser rauskommen. so eine Schwanzflosse aus dem Wasser. Fisch tot, ne, ganz klar. Dann ist er schon ausgetrocknet. Kennt man ja. Das kennt man ja, dass es bei Fischen so ist. So. Mach das auch, bitte. Der ist nicht artig, der Fisch. Unartige Fische. Ach komm schon. Muss ich erst wieder meine Atomiken auspacken. Bevor du dich dazu bereit erklärst, gefuttert zu werden. Dann muss ich doch die ganzen Kugeln wieder aus deinem Magen herauspropeln. Nicht nur die ganzen Gräten, die du hast, sondern auch die ganzen Kugeln. Naja, das ist natürlich nicht so schön, ne? Kann man die auch irgendwie umgehen, die Typen da oben? Das würde ich nämlich sehr gerne tun. Sieht aber aktuell nicht so aus, aber irgendwo muss es ja auch weitergehen. Ich sehe schon, es geht nur da weiter. Das ist ziemlicher Mist, wie ich finde. Da müssen wir die mal sprengen. Müssen wir diese Probleme mal aus der Welt schaffen, die hier so. Jetzt hier auch. Ansonsten. Nee. Gut. Natürlich noch sein, dass hier noch was drin ist. So, ich glaube nicht noch mehr Schaden nehmen. So. Okay, mal auftauchen. Da oben ist nämlich auch noch Zeug. So. Doch irgendwo noch ein Vieh gesehen, genau. Scheiße. Ja, das klappt doch hervorragend. So. Noch jemand? Ne, passt, ne? Gut. Sehr schön. Oh, ich habe ein Medizin, was auch immer bekommen. Was auch immer Pouch ist. Aber das habe ich halt bekommen.
Bringt das Health oder was bringt das? Ja, es bringt Health, Tatsache. Ja, umso besser. Ist. Das Fass in die Luft sprengen. Warum hält mich jetzt keiner ab hier? So. Auch die Fledermäuse nicht. Nee, auch die nicht. So. Hui. Ja, das hat aber wahrscheinlich keine Bewandtnis, das Teil. Warum ist das da? Das ist wirklich eine gut berechtigte Frage. Warum gibt es dich? Bist du nur Deko oder kann man mit dir auch was machen? Eine gute Frage. Dann haben wir noch diesen Kollegen hier. Warum auch immer ihr hier seid. Was hat euch hierher verschlagen? Ah! Du bist schuld. Nein, nein. Das war mein Kumpel, ja, ne? Dafür musste ich dir jetzt die Forke in dein Herz rammen. Denn du kannst hier nicht meinen Kumpel hier abschießen. Das wollte ich nämlich mit meiner Forke machen und, ne, und du kommst hier mit. Du weißt gar nicht, was der. Ne? Was der für Bedürfnisse hast hier. Du kommst hier mit so einem Unsinn hier. Moment, das muss ich irgendwie anders lösen. Ach, ich speichere da gut nur wegen dem Fass nicht. Das ist ja auch nicht so schlimm jetzt. So. Oh, die Medizindinger scheinen ja ordentlich Heft zu geben. Das sind Fässer. Typ will Forke. Naja, das ist irgendwie nicht so ganz nach meinen Vorstellungen hier. Sollen wir nochmal wiederholen. Und die Fledermaus fliegt erstmal ins Wasser rein, sehr gut. Ah, da ist er doch. Sehr gut. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Schade, dass es euch noch nicht mitgerissen hat. Aber es hat euch wehgetan, das sieht man. Sonst wäre es nicht so schnell hinüber gewesen. Und die Fledermaus habe ich mitgenommen. Das ist das Wichtigste. So. Tja, den hat es doch. Schade, da ist das, was ich gesucht habe. Dankeschön dafür. So, dann können wir hier auch mal speichern. Eigentlich mal diesem Ding ins Handling. Da muss doch irgendwo das Fass sein. Jo, aber es hat den Typen nicht gut mitgerissen. Oder doch? Doch, hat es sogar. Klang irgendwie nicht danach. Aber hat es. Sehr gut. Und die auch so sprengen? Jo, sehr gut. Dann brauche ich nicht meine wertvolle Shotgun-Munition dafür verschwenden. So. Ein Zombie haben wir hier. So. Das ist auch eine Bewandtnis hier zu sein, oder? Außer, dass es hier Munition gibt, meine ich, ne? Also. Ja, gute Frage. Da drüben habe ich das Zeug mitgenommen, ja. Gut. Ja, gute Frage. Nochmal diesen ollen Zombie hier pieksen, so. Denn ich verstehe wenigstens, was die hier, ne, mein Kollege hier, für Bedürfnisse hat. Da kann man doch jetzt nicht ankommen mit irgendwelchen Maschinenwehrkugeln hier. Geht ja nicht, ne? So.
Mein Freund möchte nämlich den langsamen Tod, hat er mir erzählt. Und guten Freunden hilft man natürlich, ne? Ist ja gar kein Thema. So. So. Müsst irgendwie mal hier weg, ihr seid scheiße nervig. Und ihr seid es einfach nicht wert, dass man für euch Munition aufwendet. Das geht nicht. Außerdem hätte ich es ja echt mal lustig gefunden, wenn so ein Zombie, seinen Kollegen trifft mit seiner Axt. Ich weiß noch nicht, ob das überhaupt gehen kann, aber... Fände ich halt cool. So. Oh, die armen Fledermäuse, die armen Fledermäuse. Was willst du denn da oben jetzt schon wieder, hä? Ach, ernsthaft, ist er da drin wieder? Ach, komm schon. Ach du Kack, was ist denn da los? Richtig ätzend, weil die da alle wieder runterspringen. Was ist das, wenn die das machen? Sind alle wieder hier drin. Ah, warte mal. Ich bin gar nicht so weit weg, wie es scheint. Das ist ja gut. Ah, das ist ja super. Das ist ja cool zu wissen eigentlich. Haha. Moment, dann habe ich mal eine Idee. Dann versuchen wir das mal besser zu lösen. Ach, wir können auch hier... Oh, ernsthaft? Wir können auch hier rein. Jetzt habe ich den vergessen, scheiße. Der ist schon mal weg. Die Zombies leider auch. So. Gut, aber wenn das so ist, ist man die auch. Wo war da jetzt der nächste? War da nicht schon einer? Shit. Komme ich so nicht ran, das ist das Problem. So. Dem anderen jetzt? Ich hab nichts angeschlagen, ne? Shit. Ja. Das ist doch der. Was ist denn das hier alles für eine Kacke? Den Stand will ich doch haben. So. Gut. Da haben wir ja eigentlich ordentlich was da, ne? Dann komm mal her. Ja, gut. Mehr oder weniger kann man das so lassen, glaube ich. Ja. Ja. Naja, lassen wir mal so. Gut, okay. Von mir aus. Ich gebe mich zufrieden.
Stellt euch das vor. Ich gebe mich Tatsache zufrieden. So. Gut, dann will ich jetzt aber erstmal noch wissen, was hier ist, bevor ich den Feuerschlüssel nehme. Erstmal das normal Erreichbare, ne? Ich seid so... ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wie nervig ihr seid. Ihr verpisst euch mal. Ja, nee, ist klar. Es ist klar, natürlich. Das kennt man ja, ne? Das ist ja ganz harmlos, wenn so ein Dynamit explodiert. Es überlebt jetzt, ne, ihr Zombies, ja. Wissen, dass es ganz genau sieht, dass es immer aushaltet. Es war sonst auch immer so. Ne, also, es ist gar nicht ungewöhnlich. Oh Mann, ey. Diese komische Splash-Damage-Erkennung ist irgendwie... Ich weiß auch nicht. Ich meine, die war bei Duke ja schon seltsam mit von wegen Explosion macht auf den Füßen geschossen am meisten Schaden. Aber hier ist die ja noch kurioser. Naja, ich sag nur Raketen, die man durch Gargoyles hindurchschießen kann. Ne? Ich glaube, da muss man eigentlich nichts mehr weiter sagen. So. Oh, wie süß. Das ist ja süß. Eine Voodoo-Puppe im Waggon. So werden die also geliefert. Okay. Ganz speziell alt, ne? So. Was ist denn da noch? Nichts. Danger? Stimmt das auch? Man muss ja sicher gehen, ne? Hätte ja auch sein können, dass es überhaupt gar nicht stimmt und dieses Schild einfach nur fake ist. Ne? Aber es hat tatsächlich recht. Na gut. Okay. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir uns jetzt mal den Feuerkey holen, ja. So. Das Ding vor allem. Boah, wie viel Health gibt das Teil? Wie viel Health gibt das Teil? Das muss ja richtig viel sein. Ist mir ja sicher schon unsicher, ob das sinnvoll war, den jetzt schon mitzunehmen. Naja. Also, du. So, Problem gelöst. Klare Ansage hier, ne? Ja, scheiße, der war schlecht geworfen. Ja, so muss das aussehen. Aber es gefällt mir immer noch nicht so ganz. Das können wir auch besser lösen. Na, shit. Auch der war nicht gut getroffen. Ich probier's doch mit meinem heiligen Dynamit hier. So. Das ist nur nicht mehr so effizient, wie es mal war. Irgendwie nicht, ne? Ha. Oh, meine Tesla ist auch wieder voll. Das ist schön. Oder wir machen das so. Pix, 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 pix. Ja, ich weiß deinen Intelligenzgrad zu schätzen. So. Der nächste bitte, der nächste ist zum Sterben bereit. Nein, 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 nein. Das ist jetzt scheiße, dass der das jetzt so macht. Ich wollte auch eigentlich nur eins ziehen und nicht zwei. Ist ein bisschen ungünstig, dass ich jetzt zwei gezogen habe. Aber gut, das ging auch. Ein nach den anderen. Hier, jeder kommt dran. Ey! Wieso kommst du jetzt rum? Schäme dich jetzt rumzukommen. Platsch. So. Was? Wer?
ist lecker. Guter Silvesterknaller hier. Wieso nimmst du den, ey? Hat viel Geld gekostet. The fuck? Ach, die sind da ganz hinten in der Ecke. Oh, echt jetzt? Aha. Macht mich wahnsinnig. Jungs. Schluss jetzt hier. Ich hab keinen Bock mehr auf euch. So. Machen wir es halt so. Wenn das nicht geht. Holzhammer-Methode. Der sitzt ja auch geil. Dekorativ zu den anderen. Na? Naja, ein bisschen Deko muss halt auch mal sein. So. Gut. Die wieder da hinten, oder? Scheint mir fast so. So, das muss ankommen. Sehr gut, der Wichtigste ist verreckt. Komm, komm. Ja, sehr gut. Lass deine Intelligenz walten. Und das müssen wir mal anzünden, ne? War nicht sonderlich effizienzfüllend. Ah, da unten sind die Kollegen. Und eine Hand ist da auch. So, die sind auf jeden Fall schon mal weg. So. Da ist noch einer irgendwo. Jo, da unten. Wo sind die scheiß Hände? Gute Frage. Nächste Frage. Bam, der Hand schenke ich schon mal einen Kopf. So, und unser Part ist schon wieder vorbei hier. Okay, dann können wir den ja eigentlich schon mal mitnehmen, wenn das schon so fröhlich angeboten wird. Und dann speichern wir das hier und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder mit dem tollen Level, das übrigens Abysmal Mine heißt, wieder. Bis dann, bye bye.